nimm doch den Aschenbecher. Der Teppich sieht langsam aus wie nach einem Vulkanausbruch. Was ist denn das, Felix? Das ist eine Serviette. Aber ich hab da gar keinen Schnupfen. Was soll denn dieses Blumenbeet? Bei diesem Blumenbeet handelt es sich um den ersten Gang eines kleinen gepflegten Abendessens, mit dem ich mich seit 3 Stunden abgeplagt habe. Das sind rohe japanische Fischhappen. Aschenbecher, Servietten, roher Fisch aus Japan. Wieso können wir nicht einfach sitzen und pokern? Und ein paar Flaschen aufmachen. Ich versuche lediglich, euch mit einigen Errungenschaften fernöstlicher Zivilisation bekannt zu machen. Was für Errungenschaften? Naja, Messer und Gabel. Mein Gott. Schuhe. Wahrscheinlich müssen wir bald auch noch Krawatten tragen. Warum eigentlich nicht? Ich habe Oskar schon eine gekauft. Er hat versprochen, sie heute Abend umzubinden. So, Jungs. Ah. Auf geht's. Mensch, hab ich einen Hunger. Oskar, wie siehst du aus? Wo ist deine Krawatte? Die habe ich um. Sonst rutscht mir nämlich immer die Hose. Wer will ein Sandwich? Ja. Max? Jetzt? Zwei. Und was wird jetzt mit meinem japanischen Appetithäppchen? Dein was? Ich habe das Rezept auf der Kochseite von Wie gefalle ich meinen Mann gefunden. Du willst mir gefallen? Ja, natürlich. Ich bin nicht dein Mann. Oh, Gott behüte. Dann wirf diese Brocken aus dem Fenster. Wir haben einen neuen Hausmeister, der sieht gefährlich aus. Max, ruf den neuen Hausmeister auf. Wenn ich mich nicht so beherrschen könnte. Ich versuche doch nur, diesen Haushalt auf das Niveau zu bringen, das ich gewohnt bin. Wir wollen auch nicht deine Angelköder fressen. Wir wollen pokern und hier und da ein kleines Bierchen trinken. Ist jetzt hier oder da? Und deswegen habe ich diese wunderbaren Sandwiches gemacht. Ist das klar? Was ist das, Oskar? Ja? Was? Ja, das da zwischen dem Rettich und der Leberwurst. Ölsardinen. Mit Haut und Kräten? Und das willst du wirklich essen? Du weißt, dass du Ärger mit deinem Magen kriegst. Der Ärger mit meinem Magen bist du. Du bist überhaupt der ganze Ärger. Dein Magen ist übersäuert und deine Leber verdient diesen Namen nicht mehr. Ja. Meine Leber und mein Magen gehen dich einen Scheißdreck an. Was ist das denn? Hey, du gehört mir. Woher willst du das wissen? Das sehe ich an der Kirschmarmelade. Also, das reicht. Na, was ist? Komm, los, einsetzen. Ich denke, ich hole jetzt die Truthahnschnitzelchen. Ja. Lass doch den Quatsch, was ist. Moment. Also. Ich hatte noch nie was Schlechteres in der Hand, außer der Hand meiner Frau. Ich hatte auch noch nie was Schlechteres in der Hand, außer der Hand deiner Frau. Ah, das war ein Witz, Wilfried. Da ist jemand an der Tür, Oskar. Nee, es war der Fahrstuhl. Oh, die Christel von der Post. Escalope Nerdo! Kannst du nicht einfach sagen, hier ist was zu essen? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich steig aus. Immer wenn es was zu essen gibt, dann steigst du aus. Man sollte dir die Schnauze zunähen. Ja, wenn ich aber Hunger hab. Ich steige auch aus. Ah, also. Ich setze 100. Was ist das wenig? Die 100. Und 20. Die 20. Und nochmal 100. Oh. Was ist? Oh. Was hast du, Oskar? Ich habe nur mal eben meine Knie nachgezählt. Du bist grün im Gesicht. Hellgrün. Ihm steht das. Entschuldigt, Jungs. Ich glaube, ich muss mich doch ein bisschen hinlegen. Entschuldige bitte. Hey, der ist ja wirklich krank. Das macht er immer, wenn er verliert. Er simuliert nicht. Er ist mit 3 Achten aus dem Latschen gekippt. Ja, heute wird nicht mehr gezockt. Geht nach Hause, Jungs. Der Oskar ist krank. Geht's dir
Gestern verbrachte ich einen ereignislosen Nachmittag auf dem Fußballplatz. Der Bomber schoss endlich wieder ein Tor. Bloß war es ein Eigentor, weil er anscheinend nicht einmal die Richtung weiß, in die seine Mannschaft spielt. Was machst du da, Oskar? Ich verdiene den Unterhalt für meine Frau. Leg dich bitte hin. Es geht mir aber schon viel besser. Das ist ausgeschlossen. Ich habe einen Arzt bestellt. Das wird er sein. Sag ihm, ich bin nicht zu sprechen. Sag ihm, ich bin krank. Sag ihm das. Ich habe ihm am Telefon gesagt, du bist ein Notfall. Was soll ich jetzt machen? Sterben. Oder mindestens so tun. Ich bin Dr. Swierczynski. Guten Tag, Herr Dr. Swierczynski. Ich heiße Unger. Ich habe Sie dringend erwartet. Wurde hier japanisch gekocht? Dann ist es der Magen. Hier bitte. Oh. Oh. Hallo, Doktor. Also ich bin schon in vielen Krankenzimmern gewesen, aber hier könnte man wirklich von einem Krankenzimmer sprechen. Überall Bakterien. Nur Bakterien gibt es hier. So, und Sie glauben, Bakterien könnten hier überleben? Ja, ich war einfach zu krank, um zu putzen. Ja, also meinetwegen, wo tut's weh? Bauer. Genau hier. Nicht mehr links? Nein, nein, es sitzt genau hier. Ist das ein pochender Schmerz? Nein, es ist ein kurzer, ein steckender Schmerz. Haben Sie diesen Schmerz mehr vor oder mehr nach dem Essen? Nur mal vorher, mal nachher. Auf jeden Fall immer nach der Nahrungsaufnahme. Sagen Sie, wenn es weh tut, tut das weh? Nein. Oh. Warten Sie draußen. Aha. Sie wollen mir nicht die Wahrheit sagen. Sagen Sie mir alles. Schonungslos. Felix, ich bin der Patient. Und wenn es was Ernstes ist, werde ich daran sterben. Ja, ich warte dann vor der Tür. So. Machen Sie sich frei. Der Name, süßer Klang, la 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 la. Verdi. Quatsch! Das Sicholder Name Dingsdag lang, das ist Juanita Banana.
Juanita Banana. Sie beide sind sehr verschieden. Ist es sehr ernst, Herr Doktor? Magengeschwüre. Kochen Sie im Haferflocken mit Wasser und dann natürlich Quark. Sie sind ein Sadist, Doktor. Ich bin Notarzt. Meist komme ich zu spät. Nicht wahr? Was soll denn das Tuch? Ich bin doch nicht ansteckend. Es ist wieder die Ansteckung, ist mir der Geruch. Schon wieder Ölsardinen mit Hautkrebs. Dr. Schwitzinski, er hat angerufen. Alle Tests sind positiv. Du hast tatsächlich ein Magengeschwür. Ist das nicht wundervoll? Na, ich weiß nicht. Schon interessant zu wissen, woran man eingeht. Nein. Gut. Hier ist dein Essen. Etwas Milch zur Beruhigung, Quark, gehackter Spinat mit Apfelsoße passiert. Das ist Babykost. Natürlich. Das esse ich nicht. Du hast ein Magengeschwür, Oskar. Damit will dir dein Körper sagen, sei gut zu mir, Oskar. Komm. Versuch es. Pfui Teufel. Es schmeckt wundervoll. Du musst es probieren. Gut. Aber nur, wenn du mich alleine lässt. Ich werde hier bleiben und dir zuschauen. Felix, würdest du bitte das Fenster öffnen? Aber ja. Es ist ziemlich frisch draußen. Deck dich besser zu, Oskar. Sag mal, kannst du dich erinnern, wann du es zum letzten Mal geöffnet hast? Kein Wunder, da war was eingeklemmt. Ah ja, es hat mal so gezogen und da habe ich es mit der Morgenzeitung abgedichtet. England gewinnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Tatsächlich? Erinnerst du dich noch an das beschissene dritte Tor? Fein, alles aufessen, damit das Essen dahin kommt, wohin es gehört. Ich bin schon dabei, wie du siehst. Allen Ernstes, ob es nicht mal mit einer Trennung auf Probe versuchen sollten. Wieso nur auf Probe? Hau doch einfach für immer ab. Ich bleibe nur, weil du so krank bist. Und ich bin nur so krank, weil du bleibst. Ich verstehe kein Wort. Was fällt ihm ein, hier so reinzuplatzen? Und wie der aussieht. Schmeiß ihn raus, Felix. Wie wär's, wenn du ihn rausschmeißt? Ich bin krank, das weißt du doch. Wer ist das? Kiewoltasch? Meiji Gottag untergettet in Moschlikon. Ich fürchte, das ist der neue Hausmeister. Hausmeister? Kitscher. Moschlikon! Er scheint erregt. Man sollte alles im Guten regeln. Sprechen Sie denn auch ein wenig Deutsch? Deutsch? Ja. Wer Banknote nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte Unverfälschte sich verschafft und in Umlauf bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren bestraft. Na bitte. Perfekt. Ein braver Kerl. Hm.
Warum machst du das nicht in der Küche? Ich lass dich nicht aus den Augen. Ich will dabei sein, wenn du deinen Rückfall bekommst. Geh doch bitte in die Küche. Ich kann den Geruch von Schuhcreme nicht ertragen. Ich weiß genau, du liegst auf der Whiskyflasche. Geh mir aus dem Auge. Sag mir lieber, was es zum Abendessen gibt. Nichts. Keine Babykost? Heute werden wir uns gesund fasten. Wow. Heute werden wir jede Aufregung vermeiden. Auch die beiden Mädchen, die heute einmal vorbeischauen wollten. Mein Gott, die habe ich ja total vergessen. Es geht mir aber schon viel besser. Ich werde Margot tief in die Augen sehen und sie wird mir tief... Ja. Du hast vollkommen recht. Wir sollten das verschieben. Mädchen sind entschieden zu aufregen für dich. Stell dir doch mal vor, dein stiller, kalter Körper, eingehüllt in ein weißes Leichentuch. Da kommt mir ein bewegender Gedanke. Was für ein Gedanke, Felix? Es wird das erste und wohl auch einzige Mal sein, dass ich dich auf einem sauberen Laken sehen werde. Das wird dir gut tun. Wenn ich die Hände von meinem Magen nehmen könnte, würde ich dich glatt erwürgen. Da soll ich zusehen, wie mein bester Freund sich selbst zerstört. Komm, lass dich eine Woche von mir pflegen.
Du musst doch in dein Büro. Ich nehme 8 Tage frei. Das Statistische Landesvermessungsamt wird schon nicht zusammenbrechen. Aber ich... Was machst du denn jetzt? Ich entlaste dein Herz. Oh, diese ganze Woche war eine einzige Belastung für mein Herz. Hm, ich fühle mich hundeelend. Aber dein Magen hat nicht ein einziges Mal gekniffen. Wie soll er kneifen, wenn er nichts bekommt? Wann kommen die Jungs zum Pokern? Heute wird nicht gepokert. Wieso nicht? Ist Weihnachten? Ich möchte nicht, dass du dich aufregst. Eine Woche darf ich dich pflegen, das hast du mir versprochen. Und wir haben noch einen ganzen Tag. Oh, Felix. Ja, ja, da hast du's. Dein Magen verkraftet nicht einmal den Gedanken als Poker. Oh. Die Jungs kommen nicht? Doch, die kommen schon, aber nicht zum Pokern. Wieso nicht? Spielen wir Dame oder Mensch ärgere dich? Ja, da sind sie schon. Ach, Felix. Grüß dich. Wir sind alle zusammen mit Max Taxi gekommen. Ja, aber du hast deinen Anteil am Fahrgeld nicht bezahlt. Das ist schließlich auch mein Taxi. Der lässt dir eine Freifahrt spendieren. Hallo, Jungs. Ja, hallo, da bist du wieder. Gute Besserung. Ja, da war's mit gemacht. Herzlich. Was soll denn das Grünzeug? Die Leichenfrau sagt, ich werde wieder. Bei dieser Trauermusik. Aber sein Magengeschwür geht es schon viel besser. Und ich dachte immer, nur sensible Menschen kriegen Magengeschwür. Sehr freundlich. Stell doch den scheiß Kasten ab, Felix. Also los, fangen wir an. Ja, wo sind die Karten? Heute kein Pokern, Jungs. Machst du Witze? Was hast du gesagt? Oster ist krank. Und wenn er jetzt pokert, trägt er sich auf. Wenn wir aber ruhig zusammensitzen und uns gepflegt unterhalten, helfen wir ihm auf seinem Wege zur Besserung. Felix, du redest Stuss. Also, Freunde, was ist euch lieber? Pokern oder Oskars Gesundheit? Pokern. Felix, ich verspreche dir, ich werde mich auch nicht aufregen. So, Jungs. Stellt die Flaschen hin. Ich mache dir einen Melissentee und dann werden wir uns alle unterhalten. Wie in einer Talkshow. Nochmal, wo sind denn die Karten? Ich habe die Karten versteckt. Du findest sie nie. Oskar, komm, setz dich aufs Bett. Kommt alle rüber, Jungs, komm. Setzt euch hübsch um Oskar herum und dann unterhalten dich. Was von hier jetzt? Wilfried, bitte den Platz. Ja. Können wir jetzt endlich Karten spielen? Max und du setzt dich hier in den Sessel. So. Josef, du fängst an. Ich fang was an? Du fängst an zu reden. Und worüber? Worüber du willst. Ja. Naja, also, wie ich ungefähr 10 Jahre alt war, da habe ich mal mit ein paar älteren Jungs gepokert, hatte einen Rollflash auf der Hand und aber keinen Pfennig in der Tasche. Na und? Halt, Themawechsel. Na wieso denn? Du hast ja eben gesagt, ich kann reden, worüber ich Lust habe. Außer über Pokern. Da kann ich nicht weiter reden. Ach Max, du brauchst dich doch nicht zu melden, wenn du was sagen willst. Also, ich fahr da so in der Gegend herum und such nach einem Fahrgast. Da kommt plötzlich ein Mädchen auf meinen Wagen zu und... Ich schwör's euch, 3 Finger aufs Herz. Die war unterm Pelzmantel splitternackt. Halt, Themawechsel. Auch keine Mädchengeschichten. Mädchen, Pokern und Ölsardinen sind zu aufregend für Oskars Magen. Worüber kann man ansonsten noch reden? Ich könnte erzählen, wie ich meine Schuppen verloren habe. Felix, gib mir die Karten. Aber was ist denn mit dir, Wilfried? Du bist doch schon mal in der Oper gewesen. Was hast du da gesehen? Oper? Um Gottes Willen, ich gehe nur ins Pornokino. Felix, wo sind die Karten? Versteckt. Dann hau ich jetzt ab. Ist das dein Grießbrei, Oskar? Her mit dem Grießbrei. Gut, okay. Das ist zu viel. Jetzt hast du es geschafft. Ich gehe. Du gehst? Jawohl. Du meinst richtig weit weg? So ist es. Wunderbar.
Tschüss, Felix. Versuch mich bitte nicht zurückzuhalten. Meine Sachen hole ich später ab. Nur eins will ich dir noch sagen. Der Boiler steht auf Waschbecken. Wenn du baden willst, vergiss nicht, ihn auf Wanne zu stellen. Maschlika, die wollt das nicht. Natürlich, so ein Magengeschwür macht nervös. Und Quark, Spinat und Milz in der scheußliche Diät, ich weiß es ja. Naja, Schwamm drüber. Vergeben und vergessen. Ich weiß genau, dass du mir zuhörst. Ich hatte auch einen schweren Tag. Bitte, Oskar, lass uns neu anfangen. Sowas. Du bist also doch wieder gekommen. Ich habe heute Bohnengulasch und Koka zum Frühstück gegessen. Den Abend werde ich mit Margot im Kukuracha verbringen. Wenn es dich interessiert. PS, mach die Küche sauber. Sie sieht aus wie ein Saustall. Mexikanisches Restaurant. Mexikanisches Essen. Mit Margot. Mein Gott. Das ist der Abschiedsbrief eines Selbstmörders. Perdone, Senor. Guten Appetit. Noch ein bisschen Tequila, Süße? Ja? Mit Salz? Schmeckt wahr, oder? Ohne Felix bist du richtig high. Wirklich, wenn so. Trägst du deshalb schon wieder die Augenklappe? Ich mache das aus Verehrung für einen bestimmten Politiker. Na, das war der neue Hausmeister. Felix war auch sehr verbittert, als der nach mir warf. Was hat er denn nach dir geworfen? Felix natürlich. Perdone, Senor. Rita. Guten Appetit. Was ist das denn? Original mexikanisch. Tortillas. Oder wie das Zeug heißt, ne? Si, si, si. Das hier. Tamales. Das musst du aussprechen, sonst hättest du überhaupt keine Zähne mehr im Kopf. Und das hier ist mein Freund González. Der ist noch schärfer als seine Tortillas. Muchas gracias, señor Oscar. Genau. Telefono per señor Oscar. Oscar, telefono per señor Oscar. Sehr. Entschuldige, Süße. Aber du weißt, wenn man es... Oh. Was ist los? Wenn man Sklavensportler ist, gehört einem die eigene Zeit nicht mehr. So. Ja, Martins. Ja, ich habe euch doch gesagt, dass der Artikel morgen früh fertig ist. Ja, ich habe ihn schon fast fertig. Was? Wer? Felix. Felix, ich möchte, dass du aus meinem Leben verschwindest, und zwar für immer. Ich weiß, wo du bist, Oskar. Das weiß ich auch, Felix, also stör nicht. Hast du etwas schon gegessen? Ja, schon oft, Felix. Aber jetzt telefoniere ich gerade und nicht mehr lange. Tschüss. Du bist ja ganz weiß im Gesicht. Ich hatte gerade ein unangenehmes Erlebnis. Das war Felix. Geht's ihm gut? Ja, wir wurden unterbrochen. Ja, und jetzt sind wir gleich wieder unterbrochen. Nein, Oskar, bitte häng nicht auf, bleib dran, ja? Hast du etwas schon bestellt? Wieso? Ja, hör zu, Sie machen einen sehr gut gekochten Steinbutt in Rahmsoße. Ende!
Warum isst du deine Tortillas nicht? Die schmecken sehr gut. Wohin willst du? Ich bin gleich wieder da. Na dann, na, was soll denn das? Hier, Gonzales, wenn wieder ein Anruf für mich kommt. Sieh, wenn Anruf kommt für Senor, ich bringe ein Telefon sofort. Nein, du nix bringen ein Telefon, versteht? Nix bringen Telefon. Oh, Senor kommen, ihr Herr und sprechen ihr Einblick. Nein, Sie? Ich nix kommen hierher, du nix bringen Telefon. Es ist zum Karamba brüllen. Moment. So, hier. Dem denn euch klappt, dem ist nicht ganz gut. Olbe. Tut mir leid, da hat gerade eines Kabel das geschnitten. Danke, Senor. Ja, ja, danke. Jung, 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 Junge, war das eine schwere Geburt. Dass so einer heutzutage noch frei rumlaufen darf. Also. So. Was trinken wir denn jetzt, Süße? Ah, du schaust auch gerade nach. Rotwein, nicht? Damit du ein bisschen Farbe ins Gesicht kriegst. Du? Da drüben ist eine Telefonzelle. Wo ist Margot? Die habe ich nach Hause geschickt. Reg dich bitte nicht auf. Du hast was? Margot ist sehr sensibel. Sie hat natürlich gespürt, dass du krank bist. Und dass sie dazu beiträgt, dein Leben zu verkürzen. Hör zu, du Gringo! Ich entscheide, wann und mit wem und vor allen Dingen, wohin ich gehe. Ich habe 7 Tequilas gesoffen mit Salz, um Margot richtig hinzukriegen. Und was mache ich jetzt? Mein Gott, Oskar. Was ist das? Das ist dein Essen. Und wenn du wieder gesund bist, dann darfst du auch wieder Tortillas essen und Tequila trinken. Hm? Och, jetzt hat er dich angesteckt mit seiner Magenverstimmung. Der böse Oskar. Aber du bist rasch gesund, Albertchen. Und darum müssen wir jetzt Fieber messen, weißt du? Ich weiß, du magst das nicht, aber ist zu deinem Besten. Na komm, nimm den Flügel hoch. Albert, bitte. Hm? Naja, nichts für ungut. Mach dir keine Sorgen, nur eine vorübergehende Krise. Ich kann mir vorstellen, was du durchmachst. Du vermisst Gloria, nicht wahr? Du hast einen lausigen Tag, kommst müde und abgespannt vom Büro nach Hause und sie sagt, hallo, und bringt dir ein Bier und die Pantoffeln. Und du fühlst dich großartig. Ja, sicher, sie ist launisch, streitsüchtig und nicht gerade scharf auf Hausarbeit. Aber es sind wohl die kleinen Dinge. Weißt du, wenn sie so vorm Spiegel steht, den Mund voller Haarnadeln. Ach, du hast es auch bemerkt, ne? Ach, das ist herrlich. Glaube ich. Nur noch ein Ei. Mein Gott, was soll denn das werden? Dieselöl mit Ei? Verschwinde. Margot muss gleich kommen. Ja, gut, ich bin ja schon weg. Du sollst einen netten Abend zu zweit erleben. Ich werde nicht stören. Keine Anrufe, keine Telegramme, keine Zettelchen auf dem Kopfkissen? Nichts dergleichen. Lass das. Ja. Gute Nacht. Ihr braucht nicht auf mich zu warten. Wir denken nicht daran.
Also mal ehrlich, was soll denn das werden? Das ist die Oscar-Martens-Blitzschlagbowle mit einer stark anregenden Wirkung. Und du glaubst wirklich, die kann dir noch helfen? Und ab. Wenn da dein Papagei hineinfällt, 10 Sekunden später vergewaltigt er die Stucktauben oben an der Decke. Also, ich gehe. Bist du auch sicher, dass du dich vollkommen erholt hast? Ja. Vielleicht soll ich mal das Fenster öffnen. Es riecht ein bisschen muffig hier. Nein, Felix, du sollst jetzt nur noch die Tür öffnen und hinausgehen. Moment, Felix. Ja. Ja. Sieh mal, was ich für dich tue. Zur Feier des Tages. Ich glaube, ich muss mal die Ohren ausspülen. Bitte. Was hast du gesagt? Ich versuchte gerade, mich zu entschuldigen. Ich habe mich saublöd benommen letzte Woche. Och, das würde ich nicht sagen. Doch, doch, doch. Ich habe mich schlecht benommen. Es war gar nicht so schlimm. Felix, tu mir bitte den Gefallen und halt den Mund. Wenn ich mich schon mal entschuldige, dann red nicht dazwischen. In Ordnung, Oskar. Verzeihung, Felix. Nach meiner Gloria bist du, also ehrlich, du stehst mir sehr nahe. Und jetzt verschwinde bitte. Ja, richtig. Also, Oskar, dann werde ich jetzt... verschwinden. Oh. Häuslich und musikalisch. Wir sollten das mal richtig einstudieren. Du großer Gott, was ist denn jetzt schon wieder? Also ich weiß nicht, ich fühle mich nicht gut. Geh an die frische Luft, geh spazieren, das soll sehr gesund sein. Nein, nein, mir ist kalt, ich zittere. Ich glaube, ich muss mal Fieber messen. Also schön, wo ist das Fieberthermometer? Hier. Prima, alles normal. Aber Wiedersehen. Nein, die Temperatur ist ganz und gar nicht normal. Felix, das reicht. Mein Abend ist ruiniert. Ich glaube, ich kriege die 48-Stunden-Grippe. Bitte, Felix, verschieb sie. Meine Bohle reicht nur für 36 Stunden. Ja, Muck, Mäuschen, Schirmbechern. Marco, ich kann nicht merken, dass ich hier bin. Dein Gerüchel und Geschnaufe hört sogar der Hausmeister. Ich will ganz leise sein. Felix, wenn du mir diesen Abend wieder kaputt machst, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Süße, wie schmeckt dir mein kleiner Cocktail? Cocktail? Ich dachte, das wäre nur Suppe. Spürst du schon was? Aber ja. Ah ja, das dachte ich mir. Ja, ich krieg, wie soll ich sagen? Ja, was denn? Wallung, aber nicht am Kopf. Gesundheit. Das war ich aber gar nicht. Natürlich nicht, das war ich. Das kam von dort drüben. Weißt du, ich bin Bauchnieser. Das ist eine Spezialität von mir. Ach, geh, du willst mich hochnehmen. Aha. Auch. Das kam von dort. Hey, hier spielt die Musik. Nein, ich kann nicht. Nicht, wenn noch jemand da ist. Das macht mich nervös. Es ist niemand hier außer uns beiden. Wir sind allein. Komm her, setz dich wieder. So. Weißt du, Süße,
Ich bin verrückt nach dir. Oh, schön. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Ehrlich? Aber wie? Da, schon wieder. Nur red dich mal raus. Augenblick mal. Du, aber lauf mir nicht weg, hä? Hm? Felix! Ich kann nicht dafür. Dann nimm gefälligst eine Schlaftablette und schlaf, aber niese nicht. Ich müsste mal. Untersteh ich. Kein Mensch muss müssen. Hier, nimm das. Nimm das weg. Du hast mein ganzes Arrangement ruiniert. Und mein Arrangement? Felix, ich bitte dich, ich habe sie jetzt gerade so weit, dass sie wie Wachs in meinen Händen ist. Oh, Felix! Ja, siehst du es denn nicht? Er ist krank. Was hast du mit ihm gemacht? Was? Meine Güte, beinahe 40 Fieber. Och, mein armes, krankes Hälschen. Komm, ich mach's dir etwas bequemer. So. Oh, danke mal. Es muss doch nicht sein. Dein Freund hat Grippe. Der hat keine Grippe. Der hat nur eine leichte Verkühlung. Ich hab Grippe. Dann hau ich jetzt ab. Ich gerate sonst nämlich in einen Blutrausch. Was bist du für ein ungehobelter Klotz? Ein scheußlicher Egoist! Du verdienst Felix überhaupt nicht! Felix ist viel zu gut für diese Welt. Nein. Whoa, whoa, whoa.